Vor mehr als 2000 Jahren soll ein Wanderprediger durch dieses Land gezogen sein. Durch die Wüste am See Genezareth in Galiläa soll er seine ersten Anhänger gefunden haben. Bis heute ist dieser Mann unvergessen. Jesus Christus, Sohn Gottes. Die Tatsache, dass nach 2000 Jahren immer noch Menschen sich für Jesus interessieren, an ihn glauben, ne, und nach seiner Botschaft auch ihr Leben ausrichten, ist, glaube ich, schon ein Beweis auch dafür, dass er wirklich gelebt hat. Also, das ist keine Fantasie, klug ausgedachte Märchen. Wer ist dieser Jesus? Lebte er wirklich? Wie lebte er? Es ist eine Idolfigur für die, die daran glauben. Und da kannst du gar nicht genug Geschichten, Alltagsgeschichten über diesen Menschen hören. Mehr als 2 Milliarden Christen weltweit glauben an einen Mann, der nie ein schriftliches Zeugnis hinterlassen hat. Aber er hinterließ Spuren. Archäologe Shimon Gibson suchte nach Indizien von Jesu irdischer Existenz. Das hier wurde zur Zeit Jesu gebaut und benutzt. Pontius Pilatus und Jesus sind hier wohl die Treppen hochgestiegen. Die Biografie des Wanderpredigers aus Galiläa ist lückenhaft. Über seine Kindheit ist immer noch wenig bekannt. Und auch über die Technik der Kreuzigung Jesu ist in den Evangelien nichts zu finden. Eine Herausforderung für die Wissenschaft. Wenn man den Ort des Nagels analysiert und weiß, wie man diesen in den Fersenknochen gebracht hat, kann man sagen, dass es sich um eine professionelle Handhabung handelte. Ungeachtet der historisch authentischen Biografie Jesu lassen sich auch heute noch Pilger aus allen Nationen im Jordan taufen. Sie folgen den Spuren ihres Herrn, von dem sie annehmen, er habe sich hier einst zu Johannes den Täufer begeben. Wenn Jesus zurückkommen und einige seiner Biografien über sein Leben lesen würde und wie sich das Christentum entwickelt hat, wäre er ziemlich geschockt. Jesus Christus, auf die Welt gekommen durch Jungfrauengeburt, gekreuzigt, gestorben und begraben in Jerusalem. Am dritten Tag wieder auferstanden von den Toten. Fakt oder Legende? Nach der Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium kommt das Christuskind in einem Stall in Bethlehem zur Welt. Eine Szenerie, die seit Jahrhunderten die Fantasie der Künstler inspiriert. Zu sehen auch in einem der ersten noch erhaltenen Jesus-Filme von 1903. Ob die Geburtskirche in Bethlehem an der richtigen Stelle steht, ist fraglich. Die heutige Basilika ist die älteste erhaltene und ununterbrochen genutzte Kirche im Heiligen Land. Die Evangelisten Lukas und Matthäus sowie die Kirchenväter behaupten, dass Jesus hier in Bethlehem geboren wurde. Bibelforscherin Claire Pfann von der Universität des Heiligen Landes in Jerusalem hat Quellen und Widersprüche zur möglichen Geburtsstätte Jesu untersucht. Helena, die Mutter von Konstantin dem Großen, der das Christentum zu einer mächtigen Religion machte, kam nach Bethlehem, um den Geburtsort von Jesus zu finden. Sie hat dafür gesorgt, dass hier die erste Kirche gebaut wurde, diese Geburtskirche hier. In späteren Jahrhunderten wurde sie weitergebaut von den Kreuzfahrern. Der Zweifel gibt es zahlreiche um die Geburt des Heilands, auch um den Zeitpunkt seiner Entbindung. Ein kleiner Höhepunkt im Lukas-Evangelium zur Zeit von Jesu Geburt ist, dass er schrieb, da wären Hirten gewesen, die nachts ihre Herde auf den Feldern hüteten. Sicherlich ist es im Winter viel zu kalt hier, um Schafe auf den Feldern zu hüten. Wenn man also eine realistische Situation annehmen will, hat die Geburt vielleicht im Frühling, Sommer oder Herbst stattgefunden, wenn das Wetter warm und angenehm ist und wenn man tatsächlich draußen auf den Hügeln sein kann. Wir haben kein Geburtsdatum für Jesus. Man denkt, dass er ungefähr 7 v. Chr. Geboren wurde. Eigentlich hat man ja die Zeit nach ihm eingeteilt, aber da hat man sich etwas verrechnet. Aber die Jahreszahl und Tag, das weiß man nicht, das ist alles im Dunkel. Man hat das dann auf den 25.
Dezember gelegt, weil das ein römisches Fest war des unbesiegbaren Sonnengottes und Jesus eben wurde als die Sonne bezeichnet, die neu aufgeht für uns Menschen. Traditionell wird die Geburtsgeschichte Jesu in einem Stall lokalisiert. Eine Legende, die wohl nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Seit Jahrhunderten besuchen jährlich Tausende von Pilgern eine kleine Felsgrotte unter der Basilika in Bethlehem, um den heiligen Ort von Jesu Entbindung zu berühren. Vom Mittelalter bis zur Renaissance hat man die Geburtsszene sehr europäisch dargestellt, also in einem Stall, wo man Tiere hält. Archäologische Forschungen in Israel haben aber ergeben, dass im ersten Jahrhundert zu Jesu Zeiten die Menschen im Heiligen Land typischerweise in Häusern mit Innenhöfen wohnten und Kellergeschosse hatten. Sie bauten keine Ställe aus Holz, um Tiere zu beherbergen. Sie hatten ihre Tiere während des Sommers draußen, eingezäunt, und brachten sie vielleicht hinein, um ihnen Schutz zu geben. Der Weg von ihrem Wohnort Nazareth nach Bethlehem wäre lang und beschwerlich gewesen, vor allem für eine schwangere Frau. Unbekannt ist, wann genau Maria und Josef nach Bethlehem gekommen sein sollen. Vielleicht lange vor der Entbindung. Immer wieder diskutieren Experten darüber, ob Jesus in Nazareth oder Bethlehem geboren wurde. Joseph and Mary came back to Bethlehem. Josef und Maria kamen zurück nach Bethlehem, um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen. Bethlehem ist Ursprungsheimat von Josef und Maria. Sie sind vom Stamme Juda und der Stamm Juda bewohnte den südlichen Teil des Landes. Nazareth war eine ganz neue Stadt, als Jesus geboren wurde. Nazareth existiert erst seit 100 oder 150 vor Christus. Möglicherweise wird Bethlehem als Geburtsort von Jesus in den Evangelien nur deshalb genannt, weil es die Stadt Davids war und dort laut Altem Testament der Messias geboren werden sollte. Nazareth jedoch war im ersten Jahrhundert ein unbedeutendes Dorf. Archäologe und Theologe Dieter Viehweger ist regelmäßig auf den historischen Spuren Jesu im Heiligen Land. Die Argumente, die gegen diese Geburt in Bethlehem sprechen, ist einfach, er ist hier in Nazareth aufgewachsen. Und weshalb sollte seine Geburt nun extra in das jüdische Bethlehem geführt haben? Außerdem wäre zu fragen, warum berichten uns die ältesten Evangelien nichts davon? Also Markus berichtet überhaupt nichts über Geburtsgeschichten, wie bei Lukas oder Matthäus, die später geschrieben worden sind. Also das könnte man annehmen, um zu sagen, nein, Jesus ist natürlich in Nazareth geboren. Laut Bibel passierte die Verkündigung des Erzengels Gabriel an die Jungfrau Maria hier in Nazareth. Im Lukas-Evangelium wird berichtet, dass dieser ihr im Auftrag Gottes mitteilt, dass sie einen Sohn empfangen würde. Die Gabrielskirche wurde über der einzigen Süßwasserquelle in Nazareth gebaut, derjenigen Stelle, an der Maria die Engelsbotschaft empfangen haben soll. Allerdings ist dieser Ort nirgendwo im Neuen Testament erwähnt. Vor allem für griechisch-orthodoxe Christen ist diese Gedenkstätte besonders heilig. Es ist natürlich ein Wunder, das hier verkündet wird. Ein großer Mensch, der Retter der Welt, der kann nicht irgendwie ganz normal geboren sein, wie jeder andere auch, sondern schon seine Geburt muss sich ja ganz besonders hervorgehoben haben. Und deshalb hat die griechische Welt, das heißt das griechische Neue Testament und die griechisch denkenden und sprechenden Christen diese Idee so übernommen. Das steckt so im Alten Testament nicht drin, denn im Jesaja-Buch, wo dies verkündet wird, wird ausdrücklich von einer Betula im Hebräischen geredet und das ist eine junge Frau. Es ist in keinem Fall eine Jungfrau. Aber nun muss man eines auch zur Ehrenrettung der Christen sagen, die jüdische Übersetzung des Alten Testamentes, die Septuaginta, die ins Griechische übersetzt, übersetzt eben auch schon das hebräische Wort junge Frau, also Betula, in Jungfrau. An der jungfräulichen Geburt des Jesuskindes kamen schon in der Antike Zweifel auf. Dennoch gibt es in Nazareth eine weitere Stätte zum Gedenken an die legendäre Verkündigung an Maria. Über ihrem vermeintlichen Haus wurden im Laufe der vergangenen Jahrhunderte diverse Kirchen gebaut.
Eigentlich braucht man einen Verehrungspunkt für die Pilger, die hierher kommen, die es einfach sehen wollen und nicht einfach irgendwo in Nazareth hören wollen. Das ist die Krux all dieser Dinge, wenn man etwas lokalisiert, aber keine wirklichen Informationen darüber hat. Die Historizität dieses Ortes ist einfach nur durch eine lange Tradition gegeben, die nicht in die ursprünglichen Ereignisse zurückführt, aber eben 1800 Jahre beinhaltet und eine Wahrscheinlichkeit dafür ausgibt, dass Christen hier an dieser Stelle natürlich über viele, viele Jahre das gesucht haben, was sie in den Evangelien über die frühe Zeit mit Maria gelesen und gehört haben. Über die Zeit der Schwangerschaft Marias erzählen die Evangelien nichts. Irgendwann um das Jahr Null wird Jesus geboren. Wann genau, ist nicht bekannt. Deshalb versuchen Forscher, den verschiedenen Indizien rund um die Geburt des Heilands nachzugehen. Wenn wir uns fragen, wann Jesus geboren worden ist, dann kommen wir natürlich sofort in das Jahr Null. Das hat es aber historisch und rechnerisch nicht gegeben. Nun ist die Frage, wann kann Jesus dann geboren sein? Schauen wir also zurück, dann wäre noch der Hinweis aus dem Matthäusevangelium möglich, dass man da sagt, da kamen ja die drei Magier, die drei Weisen aus dem Morgenlande, das heißt aus Babylon, die haben die Sterne beobachtet, das heißt die Planeten, und die haben Jupiter und Saturn gesehen, die sich dreimal im Jahre 8 und 7 vor Christus im Sternzeichen der Fische begegnet sind. Und das kann man interpretieren, dass ein Neugeborener König in Israel geboren wird und dieser der Weltherrscher sein wird. Also, es deutet einiges auf die Zeit vor Christus hin. Nach der Heiligen Schrift seien Maria und Josef nach Jesu Geburt mit dem Kind nach Ägypten geflohen. Der Grund? Sie wurden vor einem angeblichen Massenmord an Kleinkindern gewarnt, den der damals herrschende König Herodes der Große angeordnet haben soll. Herodes wollte angeblich alle Jungen im Alter bis zu 2 Jahren töten lassen. Aus Angst, mit Jesus Christus könnte der neugeborene König der Juden heranwachsen. In der Geburtskirche in Bethlehem sind noch heute Kindergräber zu besichtigen. Unklar ist, ob sie aus der Zeit Herodes des Großen stammen. Vom Neuen Testament und von den Schriften von Josephus lernen wir, dass Herodes der Große ein sehr paranoider, eigentlich geisteskranker Führer war. Er tötete seine eigenen Kinder aus Angst, sie könnten seinen Thron wollen. Es ist also durchaus möglich, dass er sich für so etwas wie den Kindermord entschieden hatte. Allerdings erwähnt keine historische Quelle ein solches Massaker. In der biblischen Überlieferung heißt es, die heilige Familie kam erst nach Herodes Tod aus Ägypten zurück. Die Zeiten um das Jahr Null sind nicht friedlich. Das riesige Römische Reich kämpft um seinen Machterhalt. Das Imperium Romanum umfasst auch den Nahen Osten. Von Rom aus regiert die Kolonialmacht bis in die hintersten Provinzen, bis in die Heimat von Maria und Josef, Galiläa. Jesus wächst auf in einem besetzten Land. Er wächst auf in einem Land, in dem es starke religiöse Gegensätze zwischen unterschiedlichen Gruppen des Judentums gibt. Er wächst auf in einem politisch auch sehr unruhigen Land, in dem es politische Aufstandsbewegungen gibt, in einer religiös aufgeladenen Atmosphäre, aber er wächst aus der Perspektive eines gebildeten Römers ganz weit am Ende der bewohnten Welt auf, am Ende des Römischen Reiches. Er wächst in einem nicht städtischen Kontext auf, das ist alles sehr kleinteilig, es ist alles sehr einfach, es ist alles sehr ländlich. Jesus wächst im Kreis seiner Familie in Nazareth auf. Heute ist Nazareth die größte arabische Stadt in Israel mit einer Gesamtbevölkerung von ca. 60.000 Einwohnern, von denen ungefähr 30-35% Christen sind. Nazareth wird zum ersten Mal in den Evangelienerzählungen erwähnt. Archäologische Zeugnisse lassen darauf schließen, dass es sich um ein kleines Dorf mit nur einigen Dutzend Familien gehandelt hat. Dadurch erklärt sich, warum die Ortschaft nicht früher erwähnt und auch nicht auf der von dem jüdischen Historiker Josephus Flavius angeführten Liste der 45 galiläischen Städte genannt wird. Die Bibel berichtet nur in Zeitsprüngen von Jesu frühen Lebensjahren. Die Forschung über Kindheit in der Antike steckt selbst noch in den Anfängen.
Das hat damals eigentlich noch niemand interessiert. Sie müssen sich in die Lage der ersten Christen einfach mal hineindenken. Die hatten von diesem Jesus gehört, sie wussten, das ist ein Messias, der wird wiederkommen oder der wird die Römer schon zu seinen Lebenszeiten aus dem Lande jagen. Also es war da viel wichtig, was er für sie war, was er für sie bedeutete, was er in ihrem Leben voranbringen wollte, was er in ihrem Leben verändern wollte. Das hat die Leute bewegt. Und dass sie da dabei sind und dass sie die Bewegung eben unterstützen, das war das Wichtigste. Es gibt Bücher, die nicht im Neuen Testament zu finden sind, die alles für eine Öffentlichkeit darstellen wollen, was sie über Jesus und seine Familie vermisst. Wo die Familie gelebt hat, wer ihre Freunde waren, wie waren die Umstände von diesem und jenem Ereignis. Nach dem Kirchenkonzil zeigte sich, welche Bücher in das Neue Testament aufgenommen wurden. Es waren nur 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, deshalb, weil sie die größte historische Glaubwürdigkeit haben. Die Kindheitsevangelien, das sind die sogenannten Apokryphen, also was nicht in den Kanon aufgenommen wurde, ab 2. Jahrhundert, aber das geht dann noch Jahrhunderte weiter. Ich würde sagen, die verdanken sich der ganz normalen, menschlichen, frommen Neugier, über das, was man nicht weiß, einfach legendenhafte Geschichten zu erfinden. Die sind teilweise sehr mirakulös, sehr spektakulär, auch ein bisschen abstrus teilweise. Ne? Der kleine Jesus, der meinetwegen Tontauben bastelt und die dann fliegen lässt, so als Zeichen, dass er halt Gott ist. Aber der kleine Jesus macht auch richtige Strafwunder, der macht richtig böse Sachen und bringt seine mit, also fügt auch Schaden zu. Also da merken Sie schon, das sind Dinge, die kommen eher aus der Legendenbildung und aus der Frömmigkeit. Professorin Margareta Gruber leitet das sogenannte Studienjahr auf dem Zion in Jerusalem. In der Domitio-Abtei konzentrieren sich katholische und evangelische Theologiestudenten 2 Semester lang auf biblische Inhalte. Ich glaube, die Frage vom historischen Jesus ist nicht von der Frage nach dem biblischen Jesus zu trennen. Denn der historische Jesus ist die Grundlage für den biblischen Jesus. Er ist die Grundlage des Glaubens, er ist die Grundlage, worauf sich diejenigen bezogen haben, die diese Schriften verfasst haben. Und es ist dann eben eine Glaubensaussage von Menschen, die ihn erfahren haben oder die aber über ihn gehört haben, von ihm gehört haben. Jesus lässt sich nicht einordnen und es ist gefährlich, wenn man ihn auf eine Rolle, eine Position festlegt. Aber ich denke, wenn man das aber auch vernachlässigt, der revolutionäre Christus oder Jesus, dann blendet man auch was aus und dann geht auch eine gewisse Kraft der Innovation verloren. 4 Evangelien sind geschrieben worden, 4 Evangelien können wir lesen, aber eines muss man besichtigen, muss man anschauen, also das Heilige Land als 5. Evangelium. Einfach, dass das eben zum der Verstehensgrundlage, die man eigentlich braucht, um überhaupt diese neutestamentlichen Schriften richtig lesen, richtig interpretieren zu können, braucht es eigentlich einfach auch nochmal die geografische Erfahrung. Margareta Gruber ist nicht nur Theologieprofessorin, sondern auch Franziskanernonne. So übt sie stets den Spagat zwischen Glauben und Vernunft. Für ihre Theologiestudenten als Exoten unter den heutigen Hochschülern häufig unter Rechtfertigungsdruck zeigt sie einfühlsames Verständnis. Ich glaube, die jungen Leute fragen schon, was ist das gute Leben? Und das ist ja nicht nur Geld und Anerkennung, ne? Das sind auch Werte und das sind Ideale. Und die Auseinandersetzung mit einer Welt, die anders argumentiert, das ist für die auch eine intellektuelle Herausforderung. Also die sind in ihren Facebooks drin und diskutieren mit Leuten, die ihnen klar machen wollen, was ihr denkt, ist Quatsch. Na, aber die stürzen sich da in die Argumentation. Und so ähnlich stelle ich mir manchmal auch das junge Christentum vor. Ne? Die sind ja auch, haben mit diesen heidnischen Philosophen diskutiert und dann guckt, der Bessere gewinnt. Also da muss man sich nicht verstecken. Josef ist Hektor in Nazareth, ein Bauhandwerker. Ob Jesus selbst einer war, ist ungewiss. Jungen erlernten damals den Beruf ihrer Väter. Laut Legende soll Jesus im Handwerk seines Vaters unterwiesen worden sein. Was nun das griechische Wort ganz exakt
bedeutet, dass wir in der Tradition immer mit Zimmermann übersetzen, das in der Tat ein bisschen offen. Nun gibt es in der Antike schon Architekten, aber es gibt in so einem kleinen Dörfchen wie Nazareth natürlich keinen Architekten, sondern da gibt es, man würde vielleicht heute sagen, Generalunternehmer, nicht? Also wenn ich zum Zimmermann gehe und sage, können Sie mir meinen Anbau an mein Haus machen, dann sagt er nicht, dann müssen Sie mir erst einen Architektenplan beibringen, erst dann kann ich mein Holz zuschneiden, sondern das macht er natürlich alles. Also insofern wird man sagen müssen, der ist sicher auch in einem gewissen Sinne Bauausführender gewesen und es spricht manches dafür, dass sein Sohn bei ihm gelernt hat. Nur einen Fußweg von 2 Stunden entfernt von Jesus' Heimatort Nazareth lag Sepphoris, welches eine Zeit lang die Hauptstadt von Galiläa war. Eine große, moderne Stadt, in der Juden lebten, in einer an römische und hellenistische Sitten angepassten Umgebung. Jesus hat hier in Sepphoris eine weltoffene Stadt erlebt, zum Beispiel hier im Theater. Da wurden Schauspiele gespielt, da wurden aber auch Tierhatzen veranstaltet und anderes mehr, was ja im jüdischen Brauchtum und im religiösen Leben eigentlich nicht dazugehört. Und wir können annehmen, dass er von dieser Stadt wusste, denn sie blühte ganz in der Nähe seiner Heimatstadt. Sicher sind auch sehr, sehr viele Aufträge an Handwerker und an Menschen in seiner Stadt gegangen, die hier mitgebaut und mitentwickelt haben. Aber die griechische Welt, also Theater, Wein, Weib und Gesang, all dieses repräsentative Leben, auch das ein wenig exzessive Leben nach draußen, davon muss er natürlich Nachricht bekommen haben und damit muss er sich auseinandergesetzt haben. Oberammergau, ein kleiner bayerischer Ort am Rande der Alpen. Ein Gelübde aus dem 30-jährigen Krieg machte diese 5000-Seelen-Gemeinde weltberühmt. Oberammergau wurde von einer verheerenden Pestepidemie heimgesucht. In der Hoffnung, von der Pest befreit zu werden, gelobten die Dorfbewohner 1633, die Passionstragödie alle 10 Jahre zu halten. Die Seuche kam zum Stillstand und seitdem lösen die Oberammergauer ihr Versprechen bis heute im 10-Jahres-Rhythmus ein. Der 30-jährige Friedrich Mayet ist derzeit einer der bekanntesten und umworbensten Dorfbewohner. Er spielt die Hauptrolle im Stück zum Leben und Sterben Jesu. Die Erfolgsgeschichte des Passionsspieles wäre ohne die engagierte Bereitschaft der gesamten Dorfbevölkerung unmöglich. Nur hier Geborene sind zum Darsteller für die Passion berufen. Ich bin hier in dem Dorf aufgewachsen und es ist natürlich schon so, dass einen viele Leute im Dorf kennen. Und mit dem Tag der Spielerwahl kennt einen jeder. Und da ändert sich natürlich schon was, also dass die Leute auch auf einen zugehen, also jetzt gar nicht mal unangenehm, sondern einfach wissen wollen, wer ist denn das jetzt und wollen mit einem ins Gespräch kommen. Am nettesten sind dann natürlich die Kinder, die 5-Jährigen, 4-Jährigen, die einen mit großen Augen anschauen und sagen, hallo Jesus, also die das irgendwie ganz schwer auch trennen können. Also man hat da natürlich hat man eine andere Position im Dorf. 1999 wurde das neue Passionsspielhaus im Ort eingeweiht. Rund 4700 Menschen haben hier Platz. Die Besucher kommen innerhalb von 5 Monaten aus der ganzen Welt nach Oberammergau, um Jesu Geschichte zu sehen. Christian Stückel, seit 1990 Leiter der Passionsspiele, erklärt den Theaterbesuchern, wie er Jesu Geschichte inszeniert hat. Die Passionsgeschichte wird eigentlich meistens reduziert auf das Leiden Jesus. Das ist eine lange Tradition, man zeigt das Leiden Jesus in den Passionsspielen. Ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, schon als Bub, es ist eigentlich gruselig, dass man so wenig erfährt von Jesus selbst. Und deswegen haben wir eigentlich gerade im ersten Teil dieses Mal sehr viel umgeschrieben. Der eine oder andere hat vielleicht den Mel Gibson-Film gesehen, da wo es ja auch sehr blutig herging. Und ich habe da mit ganz vielen Frauen komischerweise hauptsächlich geredet, die dann gesagt haben, wenn man sieht, wie schlecht es unserem Heiland geht, dann geht es einem im eigenen Leben gleich wieder besser. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht Ziel des Glaubens sein. Jesus mit seiner Botschaft sagt ganz andere Dinge. Er sagt, wenn ihr Glauben habt, dann könnt ihr Berge versetzen. Regisseur und Jesusdarsteller bei der Arbeit. Immer wieder geht es um die Interpretation der Jesusfigur. Unter Spielleiter Christian Stückel kommt es zur größten Textreform seit 1860.
1977 hat es hier einen Reformversuch gegeben. Da hatten wir plötzlich einen Jesus, der war fast ein bisschen dicklich und hatte ein bisschen einen Silberblick gehabt. Und da habe ich gedacht, das ist für mich nicht Jesus. Also das war aber auch noch der Blick eines 15-Jährigen auf eine Gestalt, wo man so selber so gemerkt hat, man hat so eine bestimmte Vorstellung und die hat es nicht getroffen irgendwie. Und dann merkt man schon, es ist natürlich viele Eigeninterpretationen, die man in so einer, und das ist ein ganz subjektives Empfinden von einer Figur. Also den historischen Jesus zu suchen, ist sowieso ganz schwierig, weil wir eigentlich immer was hineininterpretieren, immer was drauflegen. Jeden Tag singen Chormitglieder und Solisten, sprechen Darsteller sich vor dem großen Auftritt ein. Ich sage euch, sammelt euch Schätze im Himmel, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Auf dem Weg zur Garderobe trifft der Jesusdarsteller auf Eva Maria Reiser, die Maria Magdalena spielt. Heute, ja. Du auch, noch? Am Donnerstag. In ihrem Leben jenseits der Bühne arbeitet die 24-Jährige als Flugbegleiterin. Sie präsentiert als Maria Magdalena eine von insgesamt nur 4 größeren Frauenrollen in der Passionstragödie. Die Geschichte gibt natürlich auch nicht so viele Frauenrollen her, das ist natürlich sehr männerlastig. Und es war bis 1990 den Frauen, die älter als 35 waren und verheiratet waren, war es verboten mitzuwirken. Also das war schon mal sehr schwierig, überhaupt Frauen zu finden, die eben unter 35 und nicht verheiratet sind, die mitspielen durften. Und zum Glück wurde es 1990 geändert, also die Frauen haben ihr Mitspielrecht erkämpft. Was schon mal sehr schön ist und was schon mal ein großer Erfolg war. Wie heute im Spiel, so auch damals. Zu Jesu-Zeiten hatten Frauen nur ein geringes Mitspracherecht, waren abhängig von der Gnade des Mannes. Die Frauen zur Zeit von Jesus waren wirklich keine gleichberechtigten Partner, und zwar nicht in der jüdischen Welt. In der jüdischen Welt ist es ganz klar, dass wir eine patriarchalische Struktur haben. Man sieht das an der Synagoge, man sieht das am Tempelbesuch. Es gibt den Vorhof der Männer, der natürlich näher an das Allerheiligste führt als den der Frauen. Und Priester sind grundsätzlich nur Männer. In dieser Weise ist die religiöse Welt des Judentums alles andere als gleichberechtigt. Einige Meter vom Theater in Sepphoris entfernt stehen die Ruinen einer Synagoge. Sie gehört zu den wenigen jüdischen Gebetshäusern aus der Antike, die heute noch erhalten sind. Die Innenausstattung der Synagogen war schlicht. In einem Schrein gab es die Schriftrollen der Tora, die 5 Bücher Mose, die hier gelesen und von Ausgewählten diskutiert wurden. Jeder männliche Jude ist eingeladen, zum Gottesdienst zu kommen. Ja, er sollte sogar hierher kommen, denn hier bekam er die Belehrung dessen, was die Gebote für ihn bedeuteten, wie sein Leben auszusehen hat. Das ist vergleichbar mit der christlichen Kirche. Jesus hat an solchen Gottesdiensten teilgenommen und ist auch häufig aufgefordert worden, seine Meinung zu sagen, und hat dann eben mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten diskutiert. Das Judentum ist eine Religion, in dem Schule und Lernen ohnehin immer eine ganz große Rolle spielt. Und zwar deswegen, weil damals wie heute die Volljährigkeit dadurch sichtbar wird, dass man in der Synagoge auftritt und liest. Jesus von Nazareth war nach antiken Maßstäben sicher nicht besonders gut gebildet, aber gebildeter als Zimmermannskinder, die nicht Juden waren, war in jedem Falle. Über die Familie von Jesus ist wenig bekannt. Jesus soll 4 Brüder gehabt haben und mindestens 2 Schwestern. Jesus von Nazareth tritt nur in einer ganz kurzen Periode von 1 bis 3 Jahren auf, und dann ereilt ihn auch schon sein bitteres Todesschicksal. Offensichtlich, so muss man den Befund der Evangelien deuten, war die Zeit vorher, also seine Jugend, bis er zu einem erwachsenen Mann wurde, eine vollkommen unbedeutende Zeit, aus der es nichts zu berichten gab. Man kann das noch ein bisschen schärfer formulieren. Bevor diese allerletzte Zeit anbrach, war Jesus von Nazareth offenbar eine völlig unauffällige Person. Auch in der Antike ist die Wüste ein Ort des Eigensinns. Der Bibel nach zogen die Israeliten einst lieber durch die Wüste als nach Ägypten. Als Jesus schließlich ungefähr im Alter von 28 Jahren seine Familie verlässt, um für eine Zeit lang in die Wüste zu gehen, folgt er einem üblichen jüdischen Brauch.
Das Judentum zur Zeit Jesu ist durch starke religiöse Gruppen ausgezeichnet. Und einige dieser Gruppen gehen in die Wüste, um dort Gott näher zu sein, gehen in die Wüste, um sich dort zurückzuziehen von Jerusalem, das man für kontaminiert, mit falscher Form von Judentum hielt. Qumran beispielsweise ist so eine Siedlung, die in der Wüste liegt, wenn auch mit erheblichem Komfort. Da gibt es eine Wasserleitung und da hat man es doch ganz angenehm in der Wüste. Also man lebt nicht auf Zelten im Boden. Von Jesus von Nazareth wird auch erzählt, dass er in die Wüste geht. Das mag durchaus sein, dass er eine gewisse Nähe zu diesen Bewegungen hat. Immerhin ist es so, dass die Taufstelle, bei der Johannes der Täufer tauft, ganz in der Nähe dieser berühmten Siedlung Qumran ist. Da mag es Zusammenhänge gegeben haben zwischen Bewegungen, die ihren Glauben wirklich ganz ernst nehmen wollten, und dieser Wüstenregion am Toten Meer bei Jericho. Weitgehend unstrittig ist, dass sich Jesus von Johannes dem Täufer im Jordan hat taufen lassen. Die genaue Stelle ist jedoch umstritten. Heute stehen fromme Touristen gleich mehrere Taufstellen zur Auswahl. Zwei in Israel und eine auf jordanischer Seite. Über den historischen Wert der verschiedenen Stellen lässt sich nur spekulieren. Heute kommen Taufwillige aus nahezu allen Nationen an den Jordan, wie hier an einem aufgestauten Teil am Ausfluss des See Genezareth. Jesus war wohl 28 oder 29 Jahre alt, als er von Johannes getauft wird. Jesus hat sich ganz sicher dem Johannes dem Täufer verwandt gefühlt. Er ist ihm gekommen, hat sich von ihm taufen lassen und hat mit ihm viele Dinge geteilt, die eben Reue, Buße, böse Taten und so weiter vertreten. Was man nun eben den Evangelien auch nachlesen kann, ist das schwierige Verhältnis zwischen den beiden. Ist nun Johannes der Täufer wichtiger als Jesus oder ist Jesus wichtiger als Johannes der Täufer? Johannes der Täufer war eine große Figur damals. Tausende kamen zu ihm, um sich taufen zu lassen. Sein Name war in jener Zeit in ganz Palästina bekannt, nicht nur in Judäa, sondern auch in Galiläa. Jesus und seine Jünger dagegen waren eine kleine Gruppe. Jesus von Nazareth scheint am Anfang ein ganzes Stück mit dem Täufer gewesen und gegangen zu sein. Es ist ja auch so, dass es nach wie vor noch eine ganze Weile auch Jünger des Täufers gibt, Anhänger des Täufers, die dann in größeren Scharen zu den Christen hinzugestoßen sind. Nach der Hinrichtung des Täufers hatte man offenbar in der Täufergemeinde den Eindruck, Jesus von Nazareth ist der Erbe des Täufers. Auch an der Quelle des Jordan huldigen Pilger dem heiligen Fluss. Die Banyas-Quelle wird in der Bibel als der Ort erwähnt, an dem Jesus von seinem Jünger Petrus als der Messias erkannt wird. Eine Pilgergruppe aus Bayern versucht, auf den Spuren Jesu seinem Leben nachzuspüren. So segne uns und unser Leben der lebendige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. 8 Tage lang sind die Katholiken aus Süddeutschland im Heiligen Land unterwegs. Zwischen See Genezareth und Jerusalem wollen sie die Bibel lebendig werden lassen. Als Souvenir soll das Jordanwasser für die Daheimgebliebenen taugen. Ja, mein Engelkind wird auch getauft. Das ist ein Sinnbild halt. Sinnbildlich, Jesus wurde im Jordan getauft. Und darum nehmen wir das Jordanwasser mit für unsere Enkelkinder zum Taufen. Im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius beginnt Jesus seine eigene Prophetentätigkeit. Jesus war etwa 30 Jahre alt, schreibt Lukas. Nur wenige Orte, die dem biblischen Jesus zugeordnet werden, haben tatsächlich etwas mit dessen Leben zu tun. Der See Genezareth gehört dazu. Man muss sich die Zeit Jesu so vorstellen, dass im Judentum natürlich alle Welt darauf hoffte, dass der Messias
heute, morgen oder vielleicht im nächsten Jahr wiederkommt. Man erwartete ihn. Das hatte mehrere Gründe. Die einen erwarteten ihn aus politischen Gründen. Sie waren von den Römern geknechtet. Es war ein furchtbares Unterdrückungssystem. Man wartete auf den Messias, man wartete auf die Wiederkunft des Gottessohnes, überhaupt auf die Ankunft des Gottessohnes, und der sollte dann auch die Römer besiegen. Jesus war einer unter vielen Wanderpredigern, die die Menschen bekehren wollten. Jesus' Mission zielte aber nicht auf die politischen Verhältnisse. Er hat sein Heil nicht im politischen Kampf gewünscht und er hat auch nicht Revolutionen gepredigt, sondern hat gepredigt, Leute, erstmal ändert ihr euch, erstmal ändert ihr euer Leben und regelt euer Verhältnis zu Gott. Und dann wird Gott euer Verhältnis hier in eurem Leben auch regeln und auch eure Gesellschaft beeinflussen. Also er hat diese Dinge rumgedreht und hat nicht zur Revolution aufgerufen. Es gibt die wunderbare Geschichte, dass man ihm eine Münze zeigt und sagt, sollen wir dem Kaiser Steuern zahlen? Eine wunderbare Gelegenheit, zur politischen Revolution aufzurufen und zu sagen, wir zahlen dem Kaiser keine Steuern mehr, dann kann er seine Militärmaschinerie nicht mehr finanzieren und es hat ein Ende mit der römischen Besatzung. Und so sagten das auch Leute damals. Nein, Jesus von Nazareth muss zu einem bestimmten Zeitpunkt entdeckt haben, dass er dazu berufen ist, vollmächtig die Heilige Schrift Israels auszulegen, dass er in der Lage ist, Kranke zu heilen und gesund zu machen und dass dieses beides ein Zeichen der anbrechenden Gottesherrschaft ist. Und seitdem lebt er diese Berufung mit aller Energie bis zum bitteren letzten Moment. Es sind nicht nur die Entwurzelten, die der Wanderprediger um sich schart. Es sind Kleinunternehmer dabei, Verheiratete. Wer mit Jesus umherzieht, reist mit wenig Gepäck. Seine ersten Anhänger findet Jesus in den Fischerdörfern am See Genezareth. Heute einer der für Pilgergruppen aus allen Nationen attraktivsten Orte im Heiligen Land. Die ersten Jünger, die er hier findet, sind Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes. Wer Jesu Begleiter sein will, muss seine Familie verlassen. Er hat ganz einfache Fischer, er hat auch Leute, die es nicht rechnen konnten, die Zöllner, der war verachtet ganz unten, etwa in Matthäus oder dann den Zachäus, wer wir dann oben noch sehen. Und er hat auch meistens einfache Leute. Warum? Weil einfache Leute oft eher bereit sind, sich zu öffnen, als studierte Leute. Die haben ihre Schablonen im Kopf und die haben ihre vorgefassten Meinungen. Laut Matthäus zog sich Jesus nach Galiläa zurück, als er hörte, dass man Johannes den Täufer ins Gefängnis geworfen hatte. Er verließ Nazareth, um im Fischerdorf Kapharnaum zu wohnen. Kapharnaum steht für Jüngerberufung, für Krankenheilung. Dieser Ort, wo Jesus zu Hause war, weil er gute Kontakte hatte zur Familie, auch der Apostel. Er war hier offensichtlich auch gewohnt zeitweise und hat hier in der Synagoge gelernt. Unter einer byzantinischen Kirche in Kapharnaum legten Archäologen ein Fischerhaus frei. Inschriften wiesen es als Ziel früher Wallfahrten aus, die nur dem Haus des Fischers Simon Petrus gegolten haben konnten, jenes Jüngers Christi, bei dem Jesus zu Hause war, wie Markus schreibt. Doch es ist zweifelhaft, ob Jesus dort tatsächlich länger gelebt hat oder das Haus nur für gelegentliche Aufenthalte nutzte. In der Synagoge in Kapharnaum soll Jesus gelehrt haben. Hier fand er die Anhänger, die ihm an anderen Orten verwehrt wurden. Er wurde nicht akzeptiert in Jerusalem. Er war vielleicht ein Reformator. Er sah die Sachen ein bisschen in ganz anderes Licht, dass die Gesetze zu eng waren. Und das war eine politische Einstellung in Jerusalem. Und die Schriftgelehrten haben ihn eigentlich nicht haben wollen in Jerusalem. Die haben gesagt, du geh nach Galiläa, dort zu deinen Landsleuten, da kannst du machen, was du möchtest. Ein Jahr lang zieht Jesus durch das galiläische Land. Seine Jünger tun, was auch Jesus tut. Sie predigen, heilen, treiben Dämonen aus. Laut Bibel hat Jesus einem Blinden zur Sehkraft verholfen. Am See Genezareth soll Jesus diverse Wunder vollzogen, Kranke geheilt haben. Die Schwiegermutter des Petrus, den Sohn eines Hauptmanns, einen Gelähmten. Zum Himmel kommen. Zum umfangreichen Programm der Pilger aus Bayern gehört eine Messe am Ufer des Sees Genezareth.
Hier bemühen sich die Frommen um einen andächtigen Rückblick auf Jesu Leben. Denn schauen Sie außen rum, wir sind im Frühjahr, das grüne Gras, die Vögel singen. Man kann sich's förmlich vorstellen, wie die da gesessen haben und Jesus stundenlang zugehört haben. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Geht hin in Frieden. Zum gelebten Glauben gehört für viele Pilger die Akzeptanz der Wundertaten ihres Herrn. Entweder ich lasse mich darauf ein und glaube dran, auch wenn schon 2000 Jahre vorbei sind, oder ich habe meine Zweifel. Ich glaube dran. Jesus war der Sohn Gottes und er war dieses Wunder möglich. Es ist an und für sich von der Bibel oder von Glauben so überliefert. Und daran glauben wir dann. Sie zweifeln da nie dran, nein, dass das hätte nein, sein können? Nein, nein, nein. Das war so, mit Sicherheit. Ja. Tja, vorstellen kann man sich das schwer, aber es war ja das Wunder, das Jesu vollbracht hat. Genau, mit den anderen Wundern, die kann man sich ja auch nicht vorstellen, aber ich denke schon, dass das so war. In der Brotvermehrungskirche in Tapka wird einer bestimmten Wundertat Jesu gehuldigt. Laut Markus nahm Jesus 5 Brote und 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie sie an die Leute austeilten. Am Ende waren 5000 Menschen satt. Fisch gehört zu Grundnahrungsmitteln hier am See Genezareth und Brot natürlich auch. Und dass diese 2 Grundnahrungsmittel sich hier so vervielfältigen, dass sie für 5000 Leute reichen, ist natürlich einfach ein Wunder, das man nicht erklären kann. Fakt ist, dass man in der Zeit, in der Jesus lebte, die Bedeutung einer Person auch an Wundern verdeutlichte. Wie kann ein von Gott geschickter Mensch etwas anderes tun als solches, also sich über erhaben zeigen, über die ganz normalen Dinge, die normalen Menschen nicht in der Lage sind zu tun. Das wird erzählt, das ist die Tradition, das ist das, was Jesus ausgemacht hat, wohl auch diese Erzählung, dass viele Leute zu ihm gekommen sind, auch solche Wunder und Mirakel zu sehen. Erklärbar sind sie in keiner Weise. Es gab ja so im letzten Jahrhundert eine große Tendenz, die Wunder alle zu entmythologisieren und zu sagen, das ist nicht möglich. Heute ist man etwas vorsichtiger, weil es gibt in Indien von Yogis auch viele Wundertaten. Es gibt besondere Wirkungen, wenn ein Mensch sehr geistlich ist. Also da ist man heute etwas vorsichtiger, also dass die Naturgesetze nicht so absolut sind. Ich denke immer, man muss sich als auch neuzeitlicher Historiker, der ich einer bin, davor hüten anzunehmen, dass die Grenzen meiner eigenen Wirklichkeitserkenntnis zugleich auch die Grenzen der Welt an sich sind. Das wäre eine sehr merkwürdige Einstellung, wenn man denken würde, es kann nur das passieren, von dem ich mir denken kann, dass es passiert. Oberammergau, eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Ein verschlafener Ort. Wäre da nicht alle 10 Jahre ein Event, nun schon seit Pfingsten im Jahre 1634. Vorbereitungen vor dem Auftritt. Mehr als 2000 Oberammergauer spielen mit. Darsteller mit Hauptrollen erhalten ein höheres Honorar. Solche mit Nebenrollen und Statisten freuen sich vor allem darüber, dabei zu sein. Natürlich gibt es Neider. Es gibt dann hier einen großen Kampf. Wer wird Jesus, wer wird Petrus? Da gibt es dann auch Leute, die schauen dich wochenlang nicht mehr an. Aber am Ende ist man dann doch alle dann da heraus und irgendwie vergisst man das dann auch wieder, wenn man Teil der ganzen Veranstaltung war. Vor jeder Aufführung predigt der ortsansässige Pfarrer. Anschließend beten alle Darsteller und Sänger das Vaterunser. Als die Fülle der Zeiten gekommen war, sandte Gott seinen Sohn auf die Erde. Er erwähnt aber nicht, worin denn eigentlich die Fülle der Zeit besteht. Je mehr man darüber nachdenkt, desto fündiger wird man. So dürfen wir nun beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Morgen ist Kindergruppe 3 da. Und wer von der 1 kommen will, kann auch kommen. Okay, klar. Mehr als 500.000 Besucher kommen in 5 Monaten aus der ganzen Welt nach Oberammergau. 21 Hauptrollen werden doppelt besetzt. Alle anderen Darsteller müssen täglich spielen, 109 Tage lang. Vor Beginn macht sich Jesus alias Frederik Majet
auch mit dem jüngsten Darsteller bekannt. Historisch wohl korrekt dürfen auch Schafe und Lämmer in der Volksmenge nicht fehlen. Historisch umstritten ist die Art des Einzugs Jesu in Jerusalem. Hat Jesus aus Nazareth tatsächlich so viel Aufhebens um seine Person gemacht, als er mit seinen Jüngern wohl im Jahre 33 in die heilige Stadt kam? Die Stadt feiert Passa, das wichtigste Pilgerfest. Unbekannt ist, weshalb Jesus gerade in diesem Frühling nach Jerusalem zieht. Einige Theologen vermuten, er sei mit seiner Missionstätigkeit in Galiläa unzufrieden gewesen. Andere glauben, er sei als frommer Jude jedes Jahr zum Passa nach Jerusalem gekommen. Selig die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Es gibt die Evangeliengeschichte von der Ankunft von Jesus in Jerusalem. Er kam über Bethanien nach Jerusalem. Danach haben seine Anhänger angekündigt, der Messias oder König der Juden komme nach Jerusalem. Diese Geschichte klingt sehr provokant. Wenn Sie ein Römer sind und versuchen, Kontrolle über die Stadt zu behalten, also Pontius Pilatus, der Statthalter von Jerusalem, oder wenn Sie der jüdische Priester im Tempel sind, das Passafest findet statt und Sie wollen Ruhe und Ordnung, dann ist es das Letzte, was man will, dass Jesus hier sagt, ich bin der König der Juden. Wenn Jesus als Festpilger zu Pessach nach Jerusalem kam, war er einer unter Tausenden. Insofern, das war nichts Auffälliges. Auffällig war nur, dass ein großes Fest stattfand und dieses Pessachfest war einfach aufwendig. Zu diesem Fest musste früher auch der König, also auch Herodes der Große kommen oder später eben die Prokuratoren wie Pontius Pilatus, die eigentlich ja alle in Caesarea wohnten, die mussten also den langen Weg machen. Das war das Event im Judentum. Als Jesus und seine Jünger nach Jerusalem kommen, in das Zentrum der Macht und des jüdischen Glaubens, sind die Machthaber nervös. Schließlich feiern die Juden beim Passa die Befreiung von der ägyptischen Bürde. Nach dem Bericht des Historikers Josephus war schon das Fest des Jahres 4 vor Christus ein Desaster. Heftig habe damals die Menge gegen die Besatzung protestiert. Shimon Gibson, seit Jahrzehnten als Archäologe in Jerusalem tätig, hat die Geschichte des historischen Jesu vor Ort erforscht. Zu Jesu Zeiten war hier der Siloah-Teich, ein Reinigungsteich für die frommen Juden, ganz in der Nähe des Tempelbergs. Das Reinigungsritual war eine Pflicht, bevor die Pilger den Tempel betraten. Als Jesus nach Jerusalem kam, ging er direkt zu den Teichen. Am Bethesda und am Siloah-Teich fand er seine große Zuhörerschaft. Nicht in den Straßen von Jerusalem, nicht im Tempel, wo er mit hunderten Missionaren wetteifern musste. Hier hatte er die Möglichkeit, ein aufmerksames Publikum zu bekommen. Denn die Leute, die sich hier reinigen, mussten warten, bis sie die Straße nach oben in den Tempelbezirk gehen konnten. Und davor hatte die römische Herrschaft Angst. Der heiligste Ort Jerusalems war zur Zeit Jesu der Tempel, den König Salomo einst errichten ließ. Ganz bewusst, ohne das übliche Reinigungsritual, steigt Jesus zum Tempel hinauf und stößt inmitten des Festtrubels im Tempelvorhof die Tische der Geldwechsler um. Die Tempelaristokratie musste den Angriff auf den Tempel, das Umstürzen der Tische der Wechsler und Händler, wo man das römische Geld in tyrische Münze umtauschen konnte, nur dann durften sie im Tempel etwas kaufen, musste das als Attentat auf das Funktionieren des Tempels empfinden. Die Macht merkt, da ist irgendjemand unterwegs, der will nicht das Gold, der will auch nicht Ländereien, der will nicht einmal der neue Diktator werden, sondern der redet mit Menschen über das, was den Menschen auf der Seele liegt. Das ist für jede Diktatur die allergrößte Bedrohung. Für ein letztes Mal mit seinen Jüngern mietet Jesus einen Saal an, bricht das Brot, teilt Wein aus. Vielleicht ist es dieses Mal,
dass in Judas Iskariot, einem seiner engsten Vertrauten, den Plan keimen lässt, den Aufenthaltsort des Meisters an den Hohepriester zu verraten. Über die Gestalt von Judas ist immer wieder spekuliert worden. Und wir wissen nicht, was ihn bewegt hat, ihn auszuliefern, den Jesus. Die sympathischste Erklärung ist immer noch die gewesen, dass Judas eigentlich gewollt hat, dass Jesus den Römern in die Hände fällt, dass er sich nun endlich wehren muss und als Gottessohn ausweisen muss und dann den Römern die Waffen aus der Hand schlägt und zur Revolution aufruft und zur Freiheit seines Volkes beisteuert. Das ist natürlich genauso eine Idee wie vieles andere auch. Auf dem Zionsberg steht das Grab von König David. Im ersten Stock des Gebäudekomplexes soll das letzte Abendmahl von Jesus und seinen Jüngern stattgefunden haben. Einen historischen Nachweis für die Authentizität gibt es jedoch nicht. Der historische Jesus hat das Abendmahl eingesetzt und er hat in diesem Abendmahl eine Kulthandlung gestiftet, die für den Fall sein sollte, dass er nicht mehr da ist. Ich denke, Jesus von Nazareth hat in der Reaktion auf seinen messianischen Einzug in Jerusalem und die Aktionen im Vorhof des Tempels geahnt, dass er damit die rote Linie überschritten hatte. Solange Jesus sich damit begnügt hatte, in Galiläa seiner eigenwilligen Berufung nachzugehen, sah sich die Priesteraristokratie in Jerusalem nicht gefährdet. Jetzt aber wurde er durch seinen provokanten Angriff zur Gefahr. Eine Festnahme inmitten tausender Pilger, die zudem zu seinen Anhängern zählen könnten, wäre nicht ratsam gewesen. So können Jesus und seine Jünger noch einige Tage weiterhin predigen und heilen. Danach kehren sie zu ihrem Lager am Ölberg zurück. Pilatus musste sicherstellen, dass Ruhe und Ordnung in seiner Provinz herrschte. Und da kam nun offenkundig ja eine riesige Volksmenge. Es war ungeheurer Aufstand. Viele, viele Leute in der Stadt. Und es wurde ihm jemand präsentiert, der in seinen Augen wie ein religiöser Spinner wirkte, aber von dem man sagte, er hätte politische Ambitionen. Und außerdem konnte er es sich nicht erlauben, zu einem der großen Feste die gesamte Einwohnerschaft einschließlich der Priester Aristokratie gegen sich aufzubringen. Im Garten Gethsemane wird Jesus von Judas verraten. Für 30 Silberlinge liefert er seinen Herrn an seine Widersacher aus. Jesus wird am Donnerstagabend von Tempelpolizisten festgenommen und in die Stadt verschleppt. Jesus wurde zum Haus des Hohepriesters gebracht. Er wurde nicht zu den Sanhedrin gebracht, was der normale formale Ablauf damals gewesen wäre, sondern er wurde informell zum Haus des Kaiphas gebracht. In der Nähe des Herodespalastes leitet Shimon Gibson eine Ausgrabung. Hier ist er auf der Suche nach dem Palast des Hohepriesters Kaiphas. Das war eine spontane Versammlung, um Jesus für eine geringe Strafe loszuwerden. Kaiphas wollte kein Blut vergießen während des Passafestes, besonders seit er sich über die Haltung der lokalen Bevölkerung bewusst war. Das Passafest war die Möglichkeit, sich an die Befreiung von den Ägyptern zu erinnern. Ich denke, das war nicht vergessen bei der Bevölkerung, die jetzt unter der Knechtschaft der Römer stand. Kaiphas wollte kein Blut vergießen, aber nicht, weil er Jesus mochte. Er versuchte, ihn durch eine geringe Strafe loszuwerden, das gelang ihm aber nicht. Dann hat er ihn an Pontius Pilatus ausgeliefert. Die jüdische Führung besaß zur Zeit Jesu nicht das Recht auf Kapitalgerichtsbarkeit, sondern nur die römischen Besatzer mit Pontius Pilatus als ihren obersten Gerichtsherrn der Provinz Judäa. Jesu war durch seine Aktion gegen die Tempelaristokratie der Blasphemie beschuldigt worden. Aber reichte das für ein Todesurteil aus? Erfolgversprechender für die römische Justiz erschien es, Jesus wegen eines politischen Vergehens anzuklagen. Hatte sich Jesus nicht König der Juden genannt? Dieser Anspruch galt als Majestätsbeleidigung, denn den Königstitel vergibt nur Rom.
Bereits am Morgen tagt das Gericht öffentlich unter freiem Himmel. Heute herrscht Einigkeit darüber, dass der herodianische Palast mit dem Prätorium identisch ist und dass in dessen unmittelbarer Nähe Jesus vor Gericht gestellt und zum Tod verurteilt wurde. Gibsons Ansicht nach ist das Essener Tor der Schauplatz des Prozesses gegen Jesus. Dies ist das äußere Tor. Und ich denke, hier hat der Prozess stattgefunden. Hier begann der Eingang. Man kann hier die Stufen sehen, die hinaufführen. Die Stufen sind abgenutzt. Bei einer Ausgrabung konnte man hier Artefakte finden aus der Zeit der römischen Besetzung der Stadt. Dies hier wurde eindeutig in der Zeit von Jesus gebaut. Pontius Pilatus und Jesus sind wohl diese Treppen hochgegangen. Pontius Pilatus ist es, der Jesus zum Tode verurteilt. Die Evangelien beschreiben, wie sich der Präfekt dennoch die Hände in Unschuld wäscht. Zu einem guten Teil hat Pilatus einfach das als eine Ordnungsfrage verhandelt und hat gesagt, wenn hier die Gefahr besteht, dass mir am Pessachfest die Stimmung in der Stadt kippt, wird einer ausgelöscht. Ein einzelnes Menschenleben zählt im Römischen Reich nicht viel. Es zählt die Staatsräson. Und insofern hat den das vermutlich nicht interessiert. Er hatte den Eindruck, hier droht Gefahr für meine Provinz. Und das ist nicht gut, wenn ich beim Kaiser als jemand angeschrieben bin, der die Ordnung nicht einhalten kann. Schlecht für meine Karriere. Das ist einer, dem man im Dunkeln nicht begegnen möchte. Wenn er die Wahl hat, zu lieben oder zu töten, tötet er. Das war sein Interesse. Er war ein sehr brutaler Mensch und er war geldgierig. In den Evangelien wird er als Humanist beschrieben. Das kommt der Wirklichkeit nicht unbedingt nah, glaube ich. Sicher ist, dass Jesus durch Pilatus zum Tod durch Kreuzigung verurteilt wurde, was eine römische und nicht jüdische Form der Hinrichtung war. Nach der Verurteilung wurde Jesus, wie hier beim Oberammergauer Passionsspiel, zunächst den Folterknechten zugeführt. Die Geißelung, eine grausame körperliche Züchtigung, war fester Bestandteil der Todesstrafe. Schließlich verhöhnten die römischen Soldaten den gepeinigten Gefangenen und demütigten ihn. Seht, euer König, ich schenke ihn euch. Nehmt euren König und verschwindet. Hinweg mit diesem. Regisseur Christian Stückel hat in der jüngsten Inszenierung des traditionsreichen Passionsspiels die Darstellung der Jesusfigur und ihre Geschichte neu interpretiert, indem er sie von antisemitischen Aspekten befreite. Es geht hier nicht um Juden gegen Christen, sondern wir spielen eigentlich eine ganz innerjüdische Geschichte. Die Geschichte des Juden Jesus, der am achten Tag beschnitten wurde, mit 12 Bar Mitzwa hatte und als Jude am Kreuz gestorben ist. Nach 2,5 Stunden ist Spielpause für Darsteller und Publikum. Fast 5000 Theaterbesucher dürfen nun essen, trinken, Geld ausgeben. Auch von diesem Pausenkonsum profitiert Oberammergau. 3 Stunden haben die Touristen Zeit, sich auf den zweiten Teil des Passionsspiels vorzubereiten. Auch Regisseur Christian Stückel pausiert in seinem Stammcafé. Es geht in der Geschichte nicht darum, wer hat ihn umgebracht, Juden, Römer oder irgendjemand. Er selber war Jude, er war in einem jüdischen Umfeld. Natürlich ist er mit den Obrigkeiten zusammengerutscht, und zwar auf beiden Seiten, mit den römischen wie mit den jüdischen. Und es geht da nicht um Schuldzuweisung, sondern es geht darum eigentlich letztlich, dass man sagt, jemand, der konsequent sein Leben auf Gott ausrichtet, kann immer sein, dass er dann plötzlich unter die Räder kommt. Ein Tag vor dem Passafest gegen 9 Uhr morgens wird Jesus ans Kreuz genagelt. Über seinem Kopf das Schild mit der Bezeichnung seines Vergehens. Inri steht darauf. Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Jesus von Nazareth, König der Juden. Es gibt Gekreuzigte, deren Todeskampf mehrere Tage andauert. Die Kreuzigung wurde keineswegs für Jesus erfunden. Sie war bei den Römern eine beliebte Hinrichtungsmethode, wenn es darum ging, Nachahmungstäter abzuschrecken. Für die genaue Technik dieser Hinrichtungsform haben sich zahlreiche Forscher immer wieder interessiert. Auch an einer der größten Universitäten Israels, an der Tel Aviv-Universität. Anthropologe Israel Herschkowitz
hat den einzigen Beweis für Kreuzigungen zu Jesu Zeiten aus der zweiten Tempelperiode. Wir müssen erkennen, dass wir nur aufgrund dieses einzigen Fußknochens mit Nagel die Technik von Kreuzigungen rekonstruieren können. Und aufgrund dieser weiteren Nägel mit Knochenfragmenten in dieser Kiste. Der technische Aspekt von Kreuzigungen ist sehr wichtig. Der Grund ist folgender. Wenn die Handflächen der Gekreuzigten nach vorn zeigen würden, in dieser Richtung hat man genügend Kraft, um sich leicht vom Kreuz zu befreien. Wenn die Hände andersherum gedreht werden, also rückwärts in diese Richtung, verliert man die meiste Kraft. Man verringert so die Muskelkraft. Gekreuzigt wurden Sklaven und Aufrührer im Römischen Reich, Frauen und Kinder nicht. Im Passionsbericht heißt es, Jesu sei um die dritte Stunde gekreuzigt worden. Der Todeskampf konnte deutlich verkürzt werden durch das Brechen der Beine. Diese Gnade erfuhr Jesus jedoch nicht. Wenn man sich den Fußknochen ansieht, wie war das in den herkömmlichen Darstellungen von Kreuzigungen? Da war ein Bein über dem anderen. Der Nagel ging durch beide Füße in das Kreuzholz. Wenn wir jetzt unseren Fersenknochen ansehen und ihn umdrehen, können wir sehen, dass der Nagel von der Seite des Fußes, aber nicht von vorn kommt. Israel Herschkowitz stellte sich die Frage, wie ein kurzer Nagel von weniger als 12 Zentimetern durch beide Fußknochen und zusätzlich ins Holz des Kreuzes gelangen könne. Um diese Frage beantworten zu können, hat der Anthropologe und Anatom an Leichen mit antiken Nägeln diverse Experimente durchgeführt und dokumentiert. Wenn man nicht weiß, wie man den Nagel einführen soll, kann es sein, dass man nur durch das weiche Gewebe sticht, anstatt durch den Knochen. Wie konnten die römischen Soldaten nun wissen, wo sie den Nagel einstechen mussten? Das ist sehr einfach. Auf der Seite ist ein kleiner Knöchel. Jeder kann das an seinem Fuß fühlen. Man benutzte den unteren Teil der Ferse hier und zeichnet ein Dreieck darauf. Wenn man den Nagel inmitten des Dreiecks einschlägt, trifft man garantiert den Fersenknochen. Dann sind zwei Füße zusammengenagelt, aber nicht an das Kreuz. Dann hängt der Gekreuzigte nur an seinen Armen am Kreuz. Das ist die eine Erklärung dafür, dass der Nagel am Ende gebogen ist und warum sie einen so kurzen Nagel von weniger als 12 Zentimetern verwendet haben. Das ist eine Möglichkeit, die wir in Betracht ziehen müssen. Die andere Möglichkeit war, dass jeder Fuß einzeln an das Kreuz genagelt war. Je nach körperlicher Verfassung kann der Tod erst Stunden oder später infolge von Kreislaufkollaps, Herzversagen oder Erschöpfung eintreten. Unter günstigen Umständen hätte Jesus also durchaus überleben können. Wahrscheinlich starb Jesus am 3. April des Jahres 33 nach sechsstündigem Todeskampf. Josef von Arimathea bittet darum, den Leichnam bestatten zu dürfen, um ihn nicht, wie es üblich war, nackt zum Spott der Menschen am Kreuz hängen zu lassen. Noch vor der Nacht zum Sabbat lässt er Jesus in ein Felsengrab legen, das er für sich selbst erstanden hatte. Die exakte Lage von Jesu Grab ist das größte Rätsel. Traditionell gilt eine Stelle in der Jerusalemer Grabeskirche als Jesu letzte Ruhestätte. Es liegt vor den Toren der Stadt, das versteht man heute nicht mehr, weil es mitten in der lärmigen Altstadt von Jerusalem liegt, zwischen Basar und Basarstraße. Aber wir wissen durch Ausgrabungen, dass es zur Zeit Jesu vor den Toren der Stadt lag, dass es ein Steinbruch war. Unter Berufung auf das Johannesevangelium ging man immer davon aus, dass Jesus neben der Kreuzigungsstätte auf Golgatha ins Grab gelegt wurde. Die drei anderen Evangelien machen keine Angaben. Das Gelände, auf dem heute die Grabeskirche steht, war zur Zeit Jesu auch eine Hinrichtungsstätte von Jerusalem. Für Margareta Gruber eines der größten Heiligtümer, Golgatha, der Schädelfelsen.
ich habe hier schon viel gebetet, weil als Franziskanerin auch ist der Gekreuzigte für mich was ganz Zentrales in meiner Spiritualität. Allerdings nicht der Schmerz, sondern die Liebe, die sich in diesem Schmerz zeigt. Und das ist hier auch dieser Ort, an dem auch die Liebe und auch die Überwindung des Todes und des Schmerzes sichtbar wird. Ob hier das Kreuz Jesu wirklich gestanden hat, kann ich nicht sagen. Das wird man nie beweisen können. Aber es ist einfach sehr wahrscheinlich. Und es ist der Ort, an dem wir es diesem, sag ich mal, diesem Geheimnis nahe sind. Und insofern ist es dann letztlich auch egal, ob wir es irgendwann genau wissen werden oder nicht. Die Frage ist, befindet sich das Grab von Jesus in der Kapelle unter der Rotunde, inmitten der Kirche? Man könnte annehmen, dass von Jesu Tod bis zum 4. Jahrhundert, als die Grabstelle zur Zeit Konstantin des Großen wiederentdeckt wurde, einige Jahrhunderte lagen, in denen die Erinnerung an die exakte Stelle des Grabes verloren ging. Vergisst man innerhalb von etwas mehr als drei Jahrhunderten, wo der Heiland begraben wurde. Das halte ich für nicht so furchtbar wahrscheinlich. In der protestantischen Erlöserkirche mitten in der Altstadt Jerusalems hat man nach der Lösung für die richtige Stelle von Jesu Grab gesucht. Propst Uwe Gräber ist zuständig für die Ausgrabungen unter der Erlöserkirche. Er zeigt seiner katholischen Kollegin Margareta Gruber den aktuellen Stand der Entdeckungen unter dem evangelischen Gotteshaus. Wir sind hier in der gleichen Umgebung wie die Grabeskirche. Und die Frage ist ganz einfach, sind wir hier in der Stadt Jerusalem zur Zeit Jesu oder sind wir draußen davor? Gekreuzigt hat man draußen davor, man hätte nicht in der Stadt gekreuzigt. Und nun kann man durch diesen Steinbruch, den man hier gefunden hat, tatsächlich belegen, dass wir zur Zeit Jesu draußen vor der Stadt waren, was dann eben bestätigt, dass sich auch der Ort der heutigen Grabeskirche damals außerhalb der Stadt gefunden hat und damit mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich der Ort von Golgatha, der Kreuzigung und dem Grab Jesu gewesen sein kann. Am Sonntagmorgen nach dem Sabbat, als einige Frauen nach dem Toten sehen und ihn mit duftenden Ölen salben wollen, finden sie keinen Leichnam. Lukas schreibt, zwei Männer treten zu den Frauen und fragen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er wurde vom Kreuz genommen. Es war Freitagabend, vor dem Pessachfest, alle waren beschäftigt. Jemand, wir wissen wer, nahm ihn vom Kreuz und brachte ihn ins Grab. Aber stellen Sie sich vor, er war nicht tot, sondern nur bewusstlos. Nach einigen Stunden hätte er aufwachen können. Nach jüdischer Sitte gehen die Frauen drei Tage nach dem Tod der Person zum Grab. Nicht, weil sie befürchten, dass die Leiche verschwunden ist oder wegen der Wiederauferstehung. Das war normale Praxis, um zu überprüfen, ob sie aus einem Koma erwacht sind. Wenn man nicht enthauptet oder zerstückelt war, wie sollte man in jenen Tagen feststellen, ob die Person tot ist oder nicht? Natürlich stehe ich auch als vernünftig denkender Mensch vor dem Wunder der Auferstehung starr. Aber ich glaube, dass Gott Macht hat, den Tod nicht als das letzte Wort über das Leben hinzunehmen, sonst wäre er ja auch kein Gott. Und dass er sich entschlossen hat, zu demonstrieren, dass der Tod keine Macht hat und dazu seinen eigenen Sohn ausgewählt hat, scheint mir auch relativ glaubhaft zu sein. Nach der Auferstehung soll Jesus sich den Jüngern am See Genezareth bei der heutigen Primatskirche in Tabgha zu erkennen gegeben haben. Hier habe Jesus Petrus die Aufgabe erteilt, seine Lämmer zu weiden. Petrus galt schon im Kreis der Jünger als Führungsfigur. Nun hatte Jesus ihn zudem beauftragt, seine Mission zu verbreiten. Bis heute beruft sich die römisch-katholische Kirche auf den Primatsanspruch des Papsttums über die Gesamtkirche, auf diesen Auftrag von Jesus an Petrus.
Auf der einen Seite ist erstaunlich, wie viele Anhänger ein vor 2000 Jahren gestorbener Mensch heute noch hat. Und auf der anderen Seite, wenn man genauer hinguckt, doch gar nicht so erstaunlich. Wenn man Jesus von Nazareth hört, muss man keinen komplizierten Traktat übers Leben lesen, sondern bekommt in ungeheuer einfacher, zu Herzen gehender Weise gesagt, was gutes Leben ist. Wenn Jesus zurückkommen würde und einige seiner Biografien über sich lesen würde und darüber, wie das Christentum sich entwickelt hat, wäre er ziemlich geschockt. Ich glaube, er sah sich als Jude, ein Jude mit alternativen Sichtweisen. Sichtweisen, die ganz anders sind als die, die wir gegenwärtig kennen. Aber man muss sagen, das Christentum entwickelte sich erst nach und wegen seines Todes. Am See Genezareth hat der Mann aus Nazareth einst seine Mission verbreitet. Heute gibt es unzählige christliche Kirchen, die sich auf Jesus berufen. Vielleicht deshalb, weil seine Botschaft nicht eindeutig war. So streiten auch mehr als 2000 Jahre nach seinem tragischen Tod sowohl Experten als auch Laien über seine Person und Bedeutung. Und trotz ihrer Bestrebungen, Vernunft und Glauben zu vereinen, scheint doch immer eine Lücke zu bleiben.